Mahlzeit an die Jungs und Mädels da draußen. Der Sisko ist mal wieder für euch am Stissel mit einem weiteren Teil. Let's Duel Play Borderlands 2. Mittlerweile, glaube ich, sogar der vierte Teil. Und mit mir, wie immer, am Stissel der Lars Action Hero. Ja, hi Leute, Lars hier, ich grüße euch. So, wie immer haben wir anscheinend recht guten Fortschritt gemacht in der letzten Folge. Ich glaube, wir haben hier die Audiologs gefunden, die Haare eingesammelt, neue Knarren gekriegt und hast nicht gesehen und weiß nicht warum. Und ja, neues Ziel, begib dich nach Blackburn Cave. Und ich sehe schon, da sind Gegner. Ja, die sind wieder gespawnt. Oder? Die sind wieder gespawnt, wollen wir sie ausschalten oder wollen wir dran vorbeischleichen? Schalt mal aus. Okay. Ich kann ja mal versuchen, eine Granate so weit zu werfen. Alter, die fliegt schon ganz gut, aber leider hat sie keinen Schaden angerichtet, weil die irgendwie von dir aufgescheucht wurden. Ich schleich mich mal so, während du das Sniper, schleiche ich mich mal so links daneben durch. Okay. Wo bist du überhaupt? Ach, da unten. Ah, ich hab mich da, wie gesagt. Man sieht mich kaum. Man könnte fast meinen, ich bin hier der Assassine, der du eigentlich bist. So. Na gut, nee, ist ja eigentlich ein bisschen langweilig, wenn ich mich hier so umschleiche. Aber du bist auch auf dem Weg? Ich komme jetzt. Okay. Oh. Ah, ich habe wieder meine geile Waffe mit gut gegen Fleisch-Effekt. Du, die schießen schon auf dich, wenn ich gerade richtig gucke. Stimmt wohl. Aber ich bin gerade noch so zurecht. Da sind auch schon die Marodeure Level 4 mit Schildern. Also die können fast einig, sag ich mal. Aber du verbrennst ja so schön. Hinter dir ist einer hochgekommen, der kommt erst runtergesprungen hinter dir. Ich kann ihn gerade nicht mehr sehen. Und oh, Psychos. Au, oh, wow, 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 wow. Ich habe einen Gastank zum Explodieren gebracht, während ich quasi auf ihm stand. Das war nicht ganz meine Intention. So. Aber ich sammle, wie es dann hier so mal ist, ja, so ein paar Sachen ein. Oh, ne. Oben ist noch einer. Ich fange auch schon nicht alle Waffen einzusammeln, wenn ich schon sehe, dass die 27 wert sind. Dann nö. Jawohl, nächstes Level habe ich gekriegt, weil du einen weggesnipert hast. Sehr gut. Und wir haben einen Skillpunkt verdient. Das mache ich jetzt auch mal direkt. Ach, siehst du, habe ich auch schon. Und ach, ich kann meinen Action-Skill freischalten. Den Facelock. Drücke LB, um einen Feind in einer anderen Dimension einzuschließen, von wo er dich für kurze Zeit nicht angreifen kann. Einige Gegner können nicht gefacelockt werden und nehmen stattdessen sofort Schaden. Ja, das nehmen wir mal. Was hast du? Ich hab doch noch nicht. Ich hab so einen Token. Was hast du gerade freigeschaltet? Was meinst denn du genau? Action Skill habe ich freigeschaltet. Action Skill? Okay, dann habe ich den anscheinend noch nicht. Ist wahrscheinlich erst ab Level 5. Geh mal auf dein Menü. Ja. Oben rechts das zweite von. Oben das zweite von rechts, dieses Zielkreuz. Da müsste eigentlich. So Täuschung. Action Skill. Ja. Drücke R. Aber ich hab noch keine Skillpunkte. Ehrlich? Also du kannst gerade nicht auf Täuschung draufgehen? Nee, ich glaube, es ist erst ab Level 5. Ach so, ach, du bist noch nicht Level 5? Nee, 4. Wie du da oben links erkennen kannst. Ah, ja, tatsächlich. Aber guck mal, ich probiere mal aus. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Ja? Komm ich mal ein bisschen entgegen. Und dann mache ich mal meinen. Da. Ach, kick dir den mal an. Guck mal, und der kann nichts machen. Und ich kann die ganze Zeit auf ihn schießen. Okay. Das ist also mein Action-Skill. Ich werfe mal ein paar Granätchen nach vorne. Du, jetzt bin ich Level 5. Skillpunkte habe ich jetzt auch bekommen. Ja, das ist ja vielleicht das sogar. Du kannst ja gleich mal gucken, wenn die Gegner weg sind. Boah, wie ich einfach hier alles clear. Meiner geilen Knarre plus Granat-Action. Moment mal, lag hier nicht irgendwo noch eine Waffe? Ach ja, ist wahrscheinlich schon eingesammelt. Okay, dann mach ich jetzt mal die Skillpunkte. Ja, mach mal. Okay, aktivieren. Drücke LB. Was ist ein LB? Ach, da oben der Knopf. Ja. Okay. Eins quasi, sag ich immer gerne. Was sagst du mal gerne? L1. Ja, sag ich auch immer total gerne. Also PlayStation-Steuerung ist bei mir oben im Kopf drin. Hast du denn jetzt dein Action-Skill? Ja, der sieht denn so aus. Ah, was okay. Macht er denn da? Es gibt zwei von dir. Ja. Ich okay. Hab den trainiert. Oh mein Gott. Beschreibung dazu. Jetzt zeig ich nicht durchlesen. Ich lese mal kurz die Beschreibung. Action-Skill drücke. Holographischen Köder. Ach, ist ein Köder. Ah, das heißt, die Gegner greifen dich dann an. Hm? Also den Köder. Und je länger ich unsichtbar bin, desto mehr Schaden verursacht dann meine nächste Attacke. Ah. Okay, ich glaube, davon habe ich schon mal gelesen. Ja, ich glaube, dann bist du wirklich
Also du machst dann halt so ein Hologramm von dir selber und die Gegner gehen auf dich drauf und du kannst dich dann quasi so in Stellung bringen, um die Gegner kaputt zu machen und sonst irgendwie Mist. Ja, das ist natürlich nicht verkehrt. Das sind neue Optionen, die wir jetzt im Kampf haben. Das hört sich richtig gut an, ja. Das Geile ist, so können wir auch zusammenarbeiten, wenn wir irgendeinen krassen Gegner haben. Ich heb den dann einfach so hoch mit meinem Facelock und du ballerst dann einfach da drauf. Geschichte das erledigt. Stimmt. Ja, dann hat er keine Chance mehr. Aber jetzt frage ich mich natürlich, wo Segen jetzt genau, wie mein Skill ist, wann ich den wieder einsetzen kann, oder? Unten links über die Anzeige. Müsste so ein grünes Ding sein, bei mir ist es grün. Ach so, ja. Und wenn du jetzt... kann ich es einsetzen. Ja, aber das regeneriert sich ziemlich schnell, muss ich sagen. Ach so, okay. Weil ich glaube, bei dir ist es auch nicht ganz anders. Nö, okay. Müsste schnell gehen. Jetzt wird mal gucken, kann ich jetzt... Was macht er denn? Er brennt. Nee, mein Hologramm. Ich glaube, du musst ein Hologramm benutzen, wenn auch Gegner in der Nähe sind, sonst weiß er nicht, was er angreift. Ich wollte mal testen, ob ich dich da hinten hinschicken kann zu den Gegnern. Also das hat nicht so geklappt. Ich glaube, Oh, was machst du denn zwischen den ganzen Dingern? Du, das frag mich auch gerade, das ist eigentlich dein Job. Ach, gib mal an hier. Hilft oder was? Ja, das hilft. Irgendwas greift mich doch immer noch hier an, ich kann sagen. Ja, das ist natürlich, das finde ich mega geil. Also den Facelock, den mag ich auf jeden Fall. Ja, du bist einfach wie Darth Vader, das ist unglaublich. Ja, mit deinem Hologramm musst du, glaube ich, noch ein bisschen so herumtüfteln, aber ich habe gelesen, dass das ein richtig geiler Skill sein soll, also. Na, also wenn ich jetzt ein Hologramm mache, greifen sie auch wirklich das Hologramm an. Und ich bin dann so lange unsichtbar, das ist schon mal schön. Ja, ja, das kann ja auch einfach Zeit verschaffen, wenn deine Schilde zum Beispiel down sind. Dann kannst du einfach Hologramm machen, wegrennen und warten, bis sich die Schilder regenerieren, weil ich dann keiner angreife. Rechts von uns ist noch ein Bullymon. Rechts? Hm, der ist hinter dem Felsen, den du gerade nicht sehen kannst. Ja. Wüsste ich nicht, wollen wir den ausschalten? Der ist Level 6. Ja klar, warum nicht? Okay, dann fang ich mal an zu snipern und locken mal an. Mach mal, ich mach dann Facelock, wenn er kurz vor... Da kommen noch andere. Okay, das war ein Fehler. Ich mach schon mal Preemptive Granaten. Oh, die machen... Ich glaube, ich sollte mal anfangen zu schießen. Oh, diese fleischfressende Knarre, die ich habe, die ist so mega. Okay, komm. Get facelocked. You just got facelocked. So, was ist mit ihm hier noch? Was ist sein Problem? Ist der Bruder von mir? Mal wieder BAM! Meine 13x13. Oh, war das ein Hologramm? Ja. Ich wollte gerade sagen, das sah so durchsichtig aus, so cool. So, jetzt können sie mir wieder gar nichts. Okay, das ist wieder genommen. Keine Frage. Wie geil. Er kann einfach nichts machen und ich zack, zwei Schuss kritisch weg. Mega nice. Soll ich dir jetzt nur sagen, dass ich Mitrofi geschossen hatte? Verdammt! Musstest du das sagen? Sorry. Nee, ist okay. Ach, der Diamant ist ja da hinten lang, wa? Ja, genau. Da kann man eigentlich hier auf den Berg rufen? Ich kann schon wieder einen Bullymon. Ach nee, das ist Einbildung, okay. Ja, also mittlerweile machen die anscheinend auch von sich Hologramme und Lars fällt drauf rein. Nee, ich glaube, das war mein Spieler. Immer wenn ich springe, macht der Ha! Und das hat mir gerade ein bisschen aufgeregt. Oh, was ist denn das? Ein Hebel? Ah, da bist du ja schon. Ja. Ach, guck mal einer an. Ich will nicht warten, ich will drauf springen, so. Bist du drauf? Ja, ich bin drauf. Sagen, fertig oder nicht, ich habe auf jeden Fall schon auf Ziehen gedrückt. Nett wie ich bin. So, nice. Sind wir denn? Oh, irgendwas ist da. Oh, das sieht nach einer fetten City aus, Baby. Gut, das schaffst du alleine, oder? Dann mach mal, dann schon mal zurück. Ich kümmere mich dann mal hier um die 17.000 Leute. Oh, das sieht aber echt ein bisschen fett aus. Mal in Position, das könnte gut werden. Ich glaube. Oh, nee, jetzt könnt ihr mich alle mal. Ich nehme mit mich jetzt auch meine Sniper. Und wir snipern jetzt, würde ich sagen, beide. Da habe ich Hammer Bock drauf. Okay. Weil meine Sniper, die ich ab Level 5 freigeschaltet habe. Wo ist sie denn? Ach, gut, dass du mich daran erinnerst. Ich sniper noch mit meinen komischen Dingen hier. Du schaffst kurz alleine, ich wechsle mal kurz. Ah, ich habe jetzt hier 140er. Bam. So, einfach mal die Sniper gewechselt. Jetzt geht's ab. Sniper ist ja... Oh, ich glaube, mir ist gerade ein Ei explodiert. Hast du jetzt alle weggeschossen schon? Ein, aber mit Headshot direkt. Ach, da steht noch einer. Alter, die Sniper ist ja mega nice. Naja, Headshot ist gleich ein Kill. Ein sicherer Kill. Ja. Das ist ja... Okay, komm mal wieder mit runter. Das ist ja richtig nice. Okay.
Aber ich glaube, hier kommen echt ein paar viele Gegner. Sieht auf jeden Fall aus wie so ein kleines Rebellionslager. Oh, ich glaube, ich habe so einen Speicherpunkt erwischt. Also, falls wir sterben sollten. Haben wir den Speicherpunkt im Passage schon mal? Oh, oh. Hm? Uff. Okay, Ach, da, okay. Komm schon, da. Alter, ey, ich sniper mich hier wirklich um Kopf und Kragen, das glaubst du gar nicht. Ups. Nur man sieht ein bisschen doof aus, wenn man neben den Kopf zielt, aber. Das sieht wirklich ein bisschen doof aus. Oh, jetzt kommen sie aber wirklich, jetzt wollen sie es wissen. Ja, ja. Och, aber Headshot ist ja wirklich. Ey, das Spiel fängt an, richtig Bock zu machen, muss ich sagen. Mit dem Facelock, der neuen Sniper. Und anscheinend endlich mal. Boah, ich sehe schon, der Lars Sniper hat auch alles weg. Oh, ist halt gerade ein bisschen eingesteckt. Dann. Ah, mal so. Ne, jetzt fängt es wirklich an, Borderlands 2 zu sein. Och, ich. Ne, das sieht echt ein bisschen doof aus. Ich sehe schon die ganzen Kommentare. Du warst schwach. Ah, jetzt machen wir hier gegen. Oh, guck mal, was hier alles liegt. Ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal was ein. Ich habe mal was eine. Die andere lasse ich dir. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was es ist. Ich habe nur gesehen, die beide sind ungefähr gleich viel wert. Oh, das passt. Die hatte ich noch nie gehabt. Die ist gut. Die ist besser als meine. Oh, hier in solchen Dingern ist mal viel drin. Okay. Ja, da ist wirklich viel drin. Alter, irgendwas mit 141. Ach, hast du eine Waffe eingesammelt? Ich sammle erstmal hier eine mit 141, also 141 Verkaufswert. Das war irgendwas. Du hast eine Explosiv-Elementar-Tech-Waffe erhalten. Die verschießen Projektile, die beim Aufprall detonieren und den Bereich um die Trefferstelle herum schädigen. Boah. Okay. Die nehme ich dann jetzt erstmal statt meiner Shotgun. Da. Okay. Ah, es geht anscheinend weiter. Ach, da vorne sind sie schon wieder, ja, ich sehe sie. Ach, den hast du schon, okay. Der schmeißt mir mit seinen Äxten da hinten. Oh, hier vorne. Ja, sehe ich. Einer ist weg. Psychowähne. Oh, die kleine Waffe hier, so. Okay, zwei sind weg. Wo sind wir noch? Mir ein bisschen voll Sicht, aber gut. Hat er sich geschmissen? Ja. So. Ach, hier, guck mal, links oben von uns. Was? Oh, da, ja. Kritisch. Oh, wie viele kritische Treffer ich mache. Aber ich glaube, mit dem Sniper macht man fast automatisch kritisch. Okay, immer wenn ich nachladen will, schmeißt er die Waffe. Wie, der schmeißt die Waffe? Das scheint irgendwie so ein Effekt von der Waffe zu sein. Ich schmeiß die Waffe, dann kommt sie wieder zurück in meine Hände. Das ist das Nachladen. Ich schieße, lad nach und er schmeißt. Oh, hier ist ein Gegner. Das bist ja nicht du. Also es gibt Waffen, die beim Nachladen Granaten verschießen. Vielleicht hast du einfach nur so eine Waffe. Na, ich wüsste nicht. Ich schmeiße die ganze Waffe an sich. Ne? Okay. Wenn jetzt mal kurz, guck mal, ich schieße immer und jetzt lade ich nach. Er schmeißt die Waffe. Ehrlich? Ja, und dann explodiert die Waffe. Ja. Shit. Okay. Das sieht ja geil aus, okay. Da ganz oben ist noch einer. Warte, den mache ich mit dem Säurefass daneben weg. Bam. Kommt auch noch ein größerer. Ja, kein Problem. Boah, mit der Sniper, ne, das Spiel macht einfach so Bock mit der Sniper. Mega nice. So, ich bewege mich aber weiter nach vorne. Ich glaube, wir haben... Direkt hinter dir. Ja. Ich bräuchte aber mal langsam Sniper-Munition, der wird bei mir langsam knapp. Oh, nee, doch, nee, ich hab 16, 13. Okay, nee, passt. Oh, ich habe auch nur noch 14, aber ja, man findet ja hier überall was. Ich würde sagen, wir gehen einen Stockwerk nach oben. Was haben wir hier? Willst du die haben, so eine Machine Gun für 45? Mal gucken. Ja, die will ich haben, die ist gut, die ist besser als die ich jetzt hab. Passt. Okay. Dankeschön. Gerne, gerne. Also wie gesagt, ich bin hier gerade mit meiner Sniper mehr als zufrieden. Auch wenn... Oh, wieder Speicherpunkt. Sehr gut. Okay, und ein bisschen Loot. Ja, und ich habe auch Sniper-Dinger gefunden. So. Wenn ich dir irgendwann was wegnehme oder sowas, dann sag Bescheid, dann kriegst du den nächsten. Na, du wirst den schon spielen, wenn du das nimmst und dann knall ich dich ab. Ach, geht der glaube ich gar nicht, oder? Nee, okay, kann ich nicht anschießen. Das ist schon mal gut. Also aus, okay. Ah, ich glaube, wir sind da, wo es den Typen gibt, den wir treffen müssen. Weil da vorne sind Gegner, Vorsicht. Wo sind Gegner? Ach, da. Ach, du hast gerade auf den Selben geschossen, okay. Oh, hier kommt einer von unten.
von unten. Wo, wo, wo? Ich komm gleich, ich komm gleich. Ach, da bist du. Wo kam noch mehr? Okay. Ah, der war blöd. Ich hol mir. Ich sammle da mal oben die Gegner auf. Ach, sind du alt schon Level 6, wie ich sehe. Ja. Was ist Level 6? Die Gegner, also eben gerade einer von denen jedenfalls. Ja, ich bei mir hier auch. Ja, wir sind ja mittlerweile auch schon Level 5. Also solange. Boah, werd fertig, danke. Solange die so ein Level über uns sind, ist das noch okay. So ab 3 drüber könnte es ein bisschen haarig werden. 2, 3. Also du brauchst keine Hilfe, weil noch ist alles. Na, noch ist halt in Ordnung. Wo ich hier gerade auch wieder richtig schlecht. Guck mal her, Kleiner. Ich messer dich mal. So. Über mir irgendwo. Über dir? Nicht nee. Über dir? Schon gut. Ah, da habe ich noch einen. Oh, aufgestiegen. Ich bin jetzt auch Level 6. So, wo ist denn der? Ich glaube, wir müssen noch einen höher. Noch einen höher? Okay. Ja, noch. Also da oben. Hast du die schon alt abgesucht? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ah, jetzt haben wir aber neue Leute attackiert. Ah, ich nehme mal hier meine Explosivwaffe. Oh, die ist ganz gut, glaube ich. Du grast da gerade ab und alles? Ich bin gerade hier über dir. Ja, ich jetzt sammle ich auch ein bisschen Loot ein. Oh, hier habe ich noch so ein Ding, wo immer viel drin ist. Oder gut ist, besser gesagt. Ey! Da gerade ist einer unter dir? Ist einer bei dir? Das ist ein Shotgun-Zwerg, sehe ich gerade. Ja. Okay. Okay, du hast ihm den Rest gegeben. So, was haben wir denn hier? Revolver für 41. Und sowas. Ja, und den Rest kannst du haben. Also, da ist eine, glaube ich, noch, die ganz gut ist. Für 47 Verkaufswert oder so, aber da war doch nicht so tolles drin. Ja, das war wirklich nicht so toll. Ja, also wie gesagt, gehen wir noch mal einen hoch, würde ich sagen. Oder? Ja, doch. Du gehst da hoch, dann geht die Leiter hoch. Achso, ja, die Leiter geht natürlich auch. Kommen wir nur von verschiedenen Stellen oben an. Haben wir einen taktischen Vorteil? Was haben wir hier? Ich mach mal benutzen so ein Teleskop. Ah, okay. Bringt anscheinend nicht viel. Habe ich aber 5. Sah schön aus. Aber finde alle 4 Teleskope in Southern Sheriff. 1 von 4. Nicht schlecht. Oh, da liegt noch hammer viel Loot rum. Ja, wo ist denn der Typ? Der Bullimong reitende Typ. Vielleicht ist er ja irgendwo draußen. Oh, warte mal, hier ist ja das Symbol, ne? Hier sind ganz gute. Die kann ich dir überlassen, weil ich habe die letzte Ladung genommen. Hm, die ist schlecht, die ist schlecht. Weil die kannst du halt gut verkaufen, ne? Für 180. Ach so, okay. Nimm mal die einfach mal. Hab ihn gefunden! Was? Wo? 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 Der Gegner. Der war hier drin. Ist er tot? Nein. Wo ist er denn? Hm? Da. Ach, hier unten, okay. Jetzt schieß drauf. Oh, 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 okay, hier, komm. Nimm mein Hologramm und töte das. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, arbeite mit dem Hologramm. Wie er einfach mal wegreite mit dem Bullimon. Ja, allerdings. Ich wollte mich gerade sagen, wo ist der Gegner? Oh, kommt das auf mich zu? Oh, ja. Jetzt kommt er gar nichts, auf keinen zu. So, einer ist, glaube ich, weg von den beiden. Meinst du? Oh ne. Ja. Der geritten ist auf dem anderen, ist glaube ich weg. Oh, wo will er denn hin? Ach, da drüben ist er. Okay. Jetzt ist er auf dem Präsentierteller. Und ich lag gerade nach. Ah. Scheiße. Ja, der ist aber. Oh! Ich mach gut. Irgendwie bei den Jacken Schaden, sehe ich gerade immer die Waffe hier. Oh, oben muss nachladen. Ist natürlich sehr klug. Kritisch, okay. Jetzt ist er. Jetzt gib ihm den Rest. Das muss es sein. Das muss es sein. Nein! Ich wollte ein Messer. Ah, okay. Ja. Sauber. Weg! Ja, Abschluss. Oh, aber der für eine Waffe verloren hat. Kannst du mal gucken, ob du die haben willst. 94, yo. Die sieht recht nice aus. Die nehme ich mal. Danke. Und der ist runtergefallen. Hat der vielleicht unten noch was? Nee. Wir müssen aber eh mal hoch. Nochmal. Oh, hier liegt auch noch eine Waffe. Die sieht auch grün aus. Grün ist. Ja, die kannst du haben. Ich glaube, es ist dieselbe. Ach, ist eine Shotgun. Hm, okay, ist ein bisschen nicht so günstig. Ist nicht so günstig für dich? Ja, Shotgun, weiß ich nicht. Mach ich nicht gerne. Dann können wir die gleich tauschen, weil ich bin dann eher so der Shotgun-Typ. Weil ich habe ja gerade eine mit 13x13. Oh, hier gibt's Waffen. Och, hier sind noch Gegner. Oh, was? Und ich bin hier dran, oh mein Gott. Ja, ich auch. Ich dachte, wir hätten ja alles geklärt. Ich bin auch gleich weg.
Mach ein Hologramm, damit die da drauf gehen, weil ich bin gleich da. Oh Gott, okay. Wiederbeleben werden. Ach, ich dachte, ich bin der am Sterben ist. Nee, ich bin auch tot. Echt, aber ich. Aber ich kämpfe um mein Überleben. Ich auch. Wieder, und wo bist du? Ach, okay. Das war jetzt nochmal Spannung pur bis zum Schluss und ich würde sagen, 20 Minuten sind um. Alter, finde, wir brauchen eine Pause, oder? Ja, würde ich sagen. Und nach der Pause, ihr seht schon, hier gibt's Loot on Mass. Also wenn ihr sehen wollt, was da überall drin ist, so ein Ding habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. So ein Kofferraum voller geiler Sachen anscheinend. Dann schaltet auch beim nächsten Part wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Do a Play Borderlands 2 mit dem Last Action Hero. An dieser Stelle sage ich tschö, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.